Nun hat man in der Realität natürlich nicht ganz so einfache Aufgaben. Die Ereignisse werden in der Regel in irgendeiner Weise zusammengesetzt sein. Und das können wir ja umgangssprachlich so formulieren: Wenn wir ein Ereignis A haben und ein Ereignis B, dann fragen wir nach der Wahrscheinlichkeit dafür, dass A und B eintritt, dass also beide Ereignisse gleichzeitig eintreten. Wir können auch anders diese beiden Ereignisse verknüpfen, nämlich mit dem umgangssprachlichen oder. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass A oder B eintritt? Wir können genauso gut auch sagen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass A nicht eintritt. Ja, wir haben also verschiedene Möglichkeiten, mit Ereignissen A und B umzugehen, die zusammenzusetzen, beziehungsweise die Negation, eben das Gegenereignis zu bilden. Also hier nochmal formal: Es seien A und B zwei Ereignisse, dann bedeutet dieser Ausdruck hier, A vereinigt B, dieses Zeichen hier ist das mathematisch vereinigte Zeichen. Das lesen wir als A oder B, beziehungsweise A vereinigt B. Das bedeutet eben, dass A oder B eintritt. Doch dabei müssen wir ein bisschen auf die Bedeutung des Wortes oder hier aufpassen. Das ist nicht ganz das umgangssprachliche oder, sondern vielmehr das mathematische oder. Im umgangssprachlichen Sinn wird oder häufig verwendet oder verstanden als entweder oder, sodass also entweder das eine oder das andere, aber eben nicht beides zusammen eintritt. Das mathematische oder erlaubt aber, dass auch beides zusammen eintritt. Ja, also das darf nicht als umgangssprachliches oder verstanden werden. Dann haben wir noch das A Schnitt B, wobei dieses Zeichen hier das mathematische Schnittzeichen ist, also gelesen A und B oder eben A Schnitt B. Ja, das ist die Wahrscheinlichkeit bzw. der Ausdruck dafür, dass A und B gemeinsam eintreten. Dann haben wir noch zuletzt die Negation des Ereignisses A, gelesen A quer. Hier durch die kleinere Auflösung von meinem Vortrag sieht man den Querbalken nicht so gut, aber hier soll ein Querbalken stehen. Das ist also A quer bzw. auch nicht A. Das bezeichnet eben, dass A nicht eintritt. Hierfür wollen wir jetzt der Reihe nach die einzelnen Wahrscheinlichkeiten angeben. Das heißt, wenn wir ein zusammengesetztes Ereignis, ein mit oder zusammengesetztes Ereignis berechnen wollen und die Frage stellen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass A oder B eintritt, dann haben Sie in der Schule den großen Additionssatz hier kennengelernt. Also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass A vereinigt B eintritt, also A oder B eintritt, kriegen Sie dadurch, dass Sie die Einzelwahrscheinlichkeiten hier aufsummieren, P von A und P von B bilden und hier die Summe. Sie müssen aber nochmal die Wahrscheinlichkeit des gemeinsamen Ereignisses A Schnitt B abziehen. Ja, also nochmal die Wahrscheinlichkeit der Schnittmenge abziehen. Weil es kann sein, dass A und B gemeinsame Elemente haben und diese dann eventuell doppelt gezählt würden. Das schauen wir uns nach einem Rechenbeispiel nochmal an. Und dann tatsächlich auch hier die Wahrscheinlichkeit der Schnittmenge nochmal abgezogen werden muss. Wenn es keine Schnittmenge hier gibt, dann haben wir einen Spezialfall. Wenn die Ereignisse A und B also nichts miteinander zu tun haben sozusagen, dann können wir einfach die Einzelwahrscheinlichkeiten aufaddieren und dann haben wir auch die Wahrscheinlichkeit von A oder B. Aber dies muss im Einzelfall erstmal nachgeprüft werden, ob die Schnittmenge A Schnitt B eben leer ist oder nicht. Ja, dazu ein Rechenbeispiel. Rechenbeispiel 1. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit bei einmaligem Ziehen aus einer Urne mit 10 durchnummerierten Kugeln, eben von 1 bis 10 durchnummeriert, eine Kugel mit einer geraden Zahl oder mit einer Primzahl zu ziehen? Bevor wir uns die Lösung mit Hilfe des großen Additionssatzes von eben anschauen, lösen wir die Aufgabenstellung zunächst mal direkt. Dann wissen wir, dass wir ein korrektes Ergebnis haben und wir vergleichen es dann mit einem zweiten Lösungsweg, eben mit Hilfe der Lösung mit dem großen Additionssatz. Nun,
Wir haben die Frage nach der geraden Zahl in einem Zahlenumfeld von 1 bis 10 haben wir 2, 4, 6, 8 und 10 als gerade Zahlen. Das nennen wir das Ereignis A und das Ereignis B Primzahl. Und Primzahlen sind ja diese Zahlen, die durch 1 und durch sich selber teilbar sind. Und genau genommen nur durch 1 und durch sich selber teilbar sind. Die 1 zählt selber nicht dazu. Dann haben wir eben die 2, die 3, die 5 und die 7. Somit haben wir diese beiden Ereignisse A und B jetzt schon mal herausgefunden. Was ist dann A vereinigt B? Ja, wir fragen ja nach A oder B, sprich nach gerader Zahl oder Primzahl. Und die Vereinigung ist eben alles, was hier gemeinsam ist, nämlich die 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die 10. Und Sie sehen, in beiden Mengen kommt die 2 hier gemeinsam vor. Wir haben also tatsächlich eine Schnittmenge, die ja bei der Bildung der Vereinigung nicht zweimal aufgeführt wird. Eben hier wird die 2 nur einmal aufgeführt. Und somit können wir jetzt ganz normal nach der Definition die Wahrscheinlichkeit von A oder B berechnen, indem wir Anzahl günstige durch Anzahl mögliche bestimmen. Anzahl mögliche heißt, wir haben ja 10 Kugeln durchnummeriert von 1 bis 10, also haben wir auch 10 Möglichkeiten, überhaupt eine Kugel zu ziehen. 8 davon sind für unsere Fragestellung günstig, nämlich diese 8, die hier in dieser Menge liegen. Also haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 8/10, sprich 80%. Und das war der direkte Lösungsweg mit Hilfe der Definition der Wahrscheinlichkeit. Und wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal mit dem großen Additionssatz an. A und B sind dabei wie oben gerade Zahl bzw. Primzahl. Und wir bilden jetzt für den großen Additionssatz die Schnittmenge A Schnitt B. Wir suchen uns also alle gemeinsamen Elemente und das ist ja hier nur die 2. Die kommt als einzige gemeinsam in beiden Mengen vor. Also ist A Schnitt B hier die 2. Nun haben wir die Wahrscheinlichkeit, die Einzelwahrscheinlichkeit von A mit 5/10. Ja, wir haben ja hier in A1, 2, 3, 4, 5 Einzelereignisse sozusagen von insgesamt 10 Möglichkeiten. Wir haben in B4 von insgesamt 10 Möglichkeiten, also ist die Wahrscheinlichkeit von B4/10. Und in A Schnitt B haben wir ein Element, also eben 1/10, die Wahrscheinlichkeit von A Schnitt B. Somit können wir jetzt nach dem großen Additionssatz die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von A oder B bestimmen, indem wir die Einzelwahrscheinlichkeiten wie angegeben addieren, aber eben nochmal die Schnittmenge abziehen. Also das wären eben 5/10 wie hier plus die 4/10 minus die 1/10. 5 plus 4 sind 9, minus 1 sind 8. 8/10, also 80% wie vorher. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle nochmal den intuitiven, aber eben falschen Lösungsweg zum Vergleich darstellen, weil man eben oft geneigt ist, die Wahrscheinlichkeit von A vereinigt B einfach dadurch zu bestimmen, dass man die Einzelwahrscheinlichkeiten aufaddiert, was in diesem Fall ja falsch ist. Ja, also hätten wir hier einfach die Einzelwahrscheinlichkeiten addiert, so hätten wir nämlich die Zahl 2 doppelt verwendet. Wir haben wie vorher die Einzelwahrscheinlichkeit von A mit 5/10, die von B mit 4/10. Und wenn wir jetzt aber eben einfach das A vereinigt B dadurch bekommen, indem wir die Einzelwahrscheinlichkeiten aufaddieren, dann bekämen wir eben hier 5/10 und 4/10, das sind 9/10, was eben 90% darstellt, aber eben falsch ist. Wir müssen also tatsächlich gemäß dem großen Additionssatz die gemeinsamen Elemente, sprich die Schnittmenge, wieder abziehen. Die Einzelwahrscheinlichkeiten können nur dann zusammengezählt werden, wenn es keine Schnittmenge gibt, aber eben davon muss man sich vorher erstmal überzeugen.